Oh, grüß Gott, liebe Bugerfreunde. Ich bin der Karl. Naja, sagen wir mal, der Letzte, der noch oberirdisch geblieben ist. Der letzte Mohikaner, sozusagen. Jetzt ist der ganze Trubel vorbei und ich kann wieder mal in meinen Stollen ins Salzbergwerk. Da bin ich froh. Man hat uns aber auch übel mitgespielt. Verschleppt, entführt, in den Neckar geworfen, geteert und gefedert. Ja, sogar in die Luft gesprengt hat man uns. Ich hätte am liebsten manchmal zurückgeschlagen, jawohl. Dabei dachte ich, es wäre alles viel schöner hier oben. Sie müssen nämlich wissen, normalerweise wohne ich genau hier drunter in den Stollen des Salzbergwerkes. Dort haben wir früher Salz abgebaut, aber jetzt wird es immer mehr zur Müllkippe. Mit meinem Minijob komme ich mir dort auch schon lange verarscht vor. Immer nur die Big Bags mit den üblen Giftstoffen in die tiefsten Stollen räumen. Und abends juckt es immer so unangenehm unter der Zipfelmütze. Dabei dachte ich, es wäre eine richtige Chance, als die Stadt uns beauftragen wollte, das gesamte Gartenschaugelände zu unterminieren. Ja, Sie hören richtig. Wir hatten eine Zeit lang gedacht, das ganze Buga-Gelände vielleicht unter Tage legen zu können. Dann hätte man oben alles als Bauland ausweisen können. Ja, Quadratmeterpreise bis zu 800 Euro waren im Gespräch. Naja, jetzt ist der ganze Hype vorbei. Und als wir gesagt haben, aber hier unten in den Stollen, da wächst doch gar nichts. Da haben die von der Stadt gesagt, doch, doch, Moose und Farne in allen Variationen, Stalagmiten und Stalaktiten. Dort unten wären blühende Landschaften entstanden. Und mit dem schwach strahlenden Abfall aus Neckarwestheim sogar glühende Landschaften. Das Zeug ist fantastisch. Schauen Sie mich an. Früher war ich mal gerade 1,20 groß. Naja, danach hätte dann der FC Heilbronn sein Training unter Tage verlegen wollen. Die spielen eh schon seit Jahren unterirdisch. Das Ganze ist dann gescheitert, weil die Seen schon angelegt waren. Hätten wir das Ganze unterminiert, wäre praktisch der Stöpsel gezogen worden und die ganzen Seen wären wieder abgelaufen. Das hätte zwar den ganzen Giftmüll schön verdünnt, aber es wäre nur noch eine Unterwasserschau gewesen. Naja, jetzt ist der Hype vorbei und der Trubel. Demnächst wird noch die Hälfte von dem schönen Grün bebaut. Häuser mehr statt Blüten mehr. Ich bin froh, dass uns demnächst mal unser neues Schneewittchen besuchen kommen möchte unter Tage. Ja, Sie wissen schon, die mit den Zöpfen. Aber keine Angst. Die muss man nicht aus dem Schlaf wecken und aus dem Glassarg holen. Im Gegenteil, die Greta weckt die Politiker aus ihrem Klimawinterschlaf. Also, ich muss schon mal die Tischchen decken und die Tellerchen bereitlegen. Ihr wisst schon, Glück auf!